Hallo, ich bin ein Roboter und Sie sehen die 9. Folge von Game Dev Tycoon. Viel Spaß! Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Willkommen zurück zur 9. Folge von Game Dev Tycoon. Wir müssen jetzt erstmal einige Mitarbeiter in den Urlaub schicken, wie ich gerade merke. Daran kann ich mich, um ehrlich zu sein, nicht erinnern, obwohl ich die letzte Folge erst heute aufgenommen habe. Wir können auch nochmal einen Spielbericht erstellen. Hoffentlich macht das dann die 100 Forschungspunkte voll, damit ich endlich Designspezialist werden kann. Denn ich habe ja hier schon 700 Design-Punkte. Ich hoffe einfach nur, das reicht. Wir machen das mal ganz kurz durch. Joanne, bitte mach das. Ja, jawohl. Leute, ich kann jetzt einfach Design-Spezialist werden. 5 Millionen! Okay, wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Spielbericht. Horror und Abenteuer ist großartig. Spielweltdesign ist nicht wichtig. Okay. Aber das Spiel ist ja auch wirklich nicht gescheitert. Alter, Leute. Das wird so nice. Leute! Ich bin so excited! Oh mein Gott! Das Playsystem 2... Nein! Das Playsystem 2! Das haben wir noch so gerne benutzt. Und wo das... Das letzte Spiel, was gerade mega gut angekommen ist, habe ich auch auf das Playsystem 2 gemacht. Das macht keinen Sinn. Wir können jetzt unser eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor öffnen. Alter, teuer. Hä? Unser Forschungs- und Entwicklungslabor ist fertig. Um das Labor zu besuchen, klicke einfach auf den unteren Bildschirmrand. Okay. Möglichkeiten des Internets und Hardware. Oh mein Gott. Willkommen in unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Im Moment ist hier noch ziemlich leer, aber wir haben einige talentierte Leute, die nur darauf warten, für uns arbeiten zu dürfen. Du musst sie nicht einzeln anheuern, sondern legst einfach das Budget für die blablabla Abteilung fest. Je höher das Budget, desto mehr Forscher werden arbeiten und umso schneller wird er. Oh, nice. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu haben, kann sehr teuer sein. Sei also vorsichtig und gib nicht zu viel Geld aus. Ich schlage vor, dass du mit kleineren Projekten anfängst. Scheue dich nicht davor, ein Budget zu kürzen, wenn du musst. Wenn momentan kein Projekt ansteht und die Forscher langsam Forschungspunkte generieren, Alter, die du dafür nutzen kannst. Nice. Um ein Projekt zu starten, klick einfach an den Bildschirm, okay? Projekt starten. Möglichkeiten des Internets und Hardware. Okay, das Internet wird unser Leben. Das Internet wird unser Leben für immer verändern. Ja, das stimmt. Dieses Projekt wird untersuchen, welche Möglichkeiten uns das Internet bietet, bessere Spiele zu entwickeln und ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Die Fertigstellung des Projekts sollte uns neue Forschungsoptionen freischalten. Software funktioniert nicht ohne Hardware. Wir sind Experten in der Entwicklung von Software. Warum untersuchen wir nicht, ob wir auch eine eigene Hardware herstellen können? Oh mein Gott. Das Projekt starte ich sowas von. Das Projekt wurde nun gestartet und während deine Forscher daran arbeiten, kannst du den Fortschritt der Startungssucht beobachten. Vergiss nicht, das Budget anzupassen. Wenn das Budget 0 beträgt, wird das Projekt nie Fortschritte machen. Okay. Oh, okay. Ich gebe jetzt erstmal hier 30.000. Grapple! Nice, aber wenn wir jetzt schon im Jahr 2007 sind. Aber das ist jetzt cool. Games auf dem Handy. Das ist so cool einfach. Ich meine, das ist noch gar nicht so lange her und damals waren Handy-Games aber noch was Neues. Das ist so witzig. Wir haben keine Forschungspunkte, daher würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir noch ein Game machen. Wir haben doch auch irgendwo Kochen und Ninja. Kochen. Wie heißt es? Overcooked, ne? Overcooked. Heißt es Overcooked oder Overcooking oder? Keine Ahnung. Es richtet sich auf jeden Fall an alle. Ist wahrscheinlich eine Simulation. Das Playsystem 3 hat auch 15% Marktanteil. Die kosten aber beide gleich viel. Und da die M-Box gerade beliebter ist, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir die nehmen. Ja, ist teuer. Wir werfen einfach gerade total viel Geld aus dem Fenster. So geil einfach. Chef, eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Spielengine Reloaded Engine... Alter, das ist unsere zweite. Dadurch würden wir sicherlich die Fans zufriedenstellen, aber wir haben auch hart an der Spielengine gearbeitet. Naja, ich habe ein paar Klicks durchgeführt und ihr habt es dann für mich gemacht, aber okay. Wir könnten auch Lizenzen verkaufen und etwas... Nein, ich verschenke die. Weil es so nett bin. Und wir haben schon fast 70.000 Fans. Alter. Ist ja nice. Story und Quests nicht. Wir haben eigentlich alles... Falls ihr euch wundert, wenn ich hier einfach eine Zwischensequenz anklicke, wird die Fortgeschrittene weggemacht. Und das ist natürlich nicht so nice. Wird da überhaupt irgendwas gemacht? Sind da eigentlich Leute?
Ist 30.000 zu wenig? Soll ich 60.000 machen? Ich habe das einmal mal gemacht und die G3-Ergebnisse mit Overcooked. Warte, das machen wir doch gerade erst. Wurde das da beworben? Höchstwahrscheinlich. Und wir haben fast 200.000. Ja. Künstliche Intelligenz. Ist das künstliche Intelligenz für ein Kochspiel wichtig? Naja. Egal. Oh, jetzt macht Joanne nix. Du machst das, Joanne. Aber das sieht echt cool aus hier. Das ist wirklich cool gemacht. Obwohl du nur einen Spezialisten benötigst, um ein Labor zu betreiben, kannst du mehr als einen trainieren. Ach, echt. Zusätzliche Spezialisten verringern die allgemeinen Betriebskosten deines Labors. Okay. Das ist natürlich ganz nice, aber da wird irgendwie nichts gemacht. Ist das zu wenig? Da wird... Ich meine, hier steht immer noch null. Da passiert nichts. Das ist ein bisschen old, Leute. Ich glaube, ein Minus bedeutet, dass man wenigstens noch ein bisschen machen... Ach, egal. Wenn nur ein Minusbereich da ist, dann sollte ich das auch keinen Wert drauf legen. Alter, Leute. Also, mal wieder so massiv viele Punkte. Dann entfernt mal die guten Bugs. Was heißt gut? Keiner mag die. Und das GR-Phone von Apple wurde veröffentlicht. Ich meine natürlich von Grapple. Du bist so nicht zu gebrauchen. Neuer Technologierekord, Gameplay-Aufstieg, 3D-Grafik-Aufstieg und Joanne kriegt auch einen Level-Aufstieg, obwohl sie gerade wieder einen Bug gemacht hat. Fähigkeitenbäume. Nice. So, bitte. Overcooked ist cool. Seht ihr scheinbar genauso. Ich habe Overcooked selbst nicht, aber hätte ich mal gerne. Es war im Epic Games Store mal auf 3 Euro reduziert, aber ich habe es nie gekauft. Das war so dämlich von mir. Ich liebe es. Ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es liebe. Schwerpunkt auf Sound hat im Spiel gut. Das ist ein Kochspiel. Da brauchst du doch nicht guten Sound. Oder willst du etwa alles brutzeln hören? Scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Alter. Gerade zum richtigen Zeitpunkt. Okay, doch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Nein, das ist ja voll blöd. Overcooked. Alter, jetzt schon 500.000. Alter. Ja, Junge. Ein unvergessliches Spiel von Rax Evolution wurde gerade veröffentlicht. Ich hebe den Sound eines Spiels selten. Anstatt erwähnenswerten Features hervor, aber in Overcooked war das Sounddesign wirklich ehrfurchtgebietend. Alter. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbögen, Piraten und Ninjas könnte möglicherweise besser sein. Ja, nice. ich wollte mal hier so gucken. Ich habe nämlich noch mal ein paar alte Folgen reingeschaut. Und da konnten wir halt hier auch Multigenre und Multiplattform machen. Und das würde ich ganz gerne mal machen. Dafür brauchen wir aber 80 Forschungspunkte. Und wieso wird hier nichts gemacht? Schön, ich gebe euch ein höheres Budget, aber wieso ist hier keiner? Vor allem, wieso sind hier keine Forscher? Das finde ich kacke gemacht. Ach Leute, ich finde das blöd. Du kommst in den Urlaub. Alter, 1 Million. Es hat einfach Platin-Status erreicht. Und wir haben halt noch nie irgendwas mit einem Publisher gemacht, ne? Es ist einfach so cool. Und wir haben so scheiße viel Geld, Leute. So, die Frage ist, ich will jetzt mal einen Technologiespezialist machen. 327. 176, wow. 327. Und du? Hast gar nichts. Trainieren. Boah, Kyle, du bist mit Abstand der Beste in Technologie. Und ich glaube, Programmierkurs dürfte genau denselben Effekt haben, nur halt mit Technologie. Dürfen wir jetzt da sehen? Ja. Wie ich mir gedacht habe. Und wir haben immer noch nichts. Wir brauchen dafür 800 Punkte und wir haben noch keinen einzigen. Wir haben sehr viel Geld schon bereits hierfür rausgeworfen. Das finde ich ein bisschen schade. Mal im Ernst. Und wieso ist ja ein Kicker, den wir vorher noch nie gesehen haben? Ein bisschen all. Forschen wir einfach mal noch ein neues Thema. Evolution. Zombies. Rhythmus. Ich würde ganz gerne mal ein Casual-Spiel machen. Deswegen erforsche ich einfach mal Rhythmus. Was haben denn die Publisher gerade so? Irgendein Thema, irgendein Genre. Für den PPS. Hacking und Simulation für PC. Aha, irgendein Thema, irgendein Genre. Oh, Alter.
Hey Junge, das nehme ich. Oh fuck. Rückvergütung? Okay, jetzt weiß ich zumindest, wie Publisher-Verträge funktionieren. Man muss das Spiel instant machen. ist ja jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Rhythmus, wir machen einfach Piano. Piano. Genre, Casual, Plattform. Ist natürlich fürs GA-Phone am besten, aber es ist teuer. Ist mir egal. Ja, 3D-Grafik. Dann macht euch mal an unser erstes Casual-Spiel, Leute. Oh, okay. Oh, ja, Stone Quest Gameplay, Engine. Ich habe da halt noch gar nichts. Ich habe noch nichts mit Casual-Spielen gemacht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das okay wird. Ach so, klar. So, bla 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 bla. Mehr von Sound. Bei einem Rhythmusspiel sollte natürlich mehr von Sound sein. Alter, wir kriegen aber ordentlich Design. Level Design, künstliche Intelligenz. Ja. Das macht mir alles so Angst, Leute. Wir haben bald einen Publisher. Und ich gebe mich gerade in so ein Risiko. Und hier wird immer noch nichts gemacht. Und wie viel soll ich euch geben? Drei. Oh mein Gott! Da waren die ganzen Leute. ja, Grafik ist eigentlich nicht so wichtig. Spielbilddesign? Aber nein. So viel will ich gar nicht. Kann ich euch bei 150.000 weiterhin so behalten? Ist das okay? Da stehen immer noch Leute. Jetzt ist einer weg. Das kann doch nicht sein, aber wir haben 22 Punkte. 23. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt wieder verschwindest. Nein. Oh. Piano. So. Jetzt kriegen wir nochmal ordentlich Hype für Piano. Oh, Alter. 233.000. So viel will ich da nicht rein investieren. Mach den Bug weg. Victoria. Mann, ey. Diese Frau. Die gibt mir andauernd Bugs. Orchestraler Soundtrack. So, in den Urlaub mit dir. Und mit euch. Guck mal, jetzt kriegen die tatsächlich schon das Tablet. Piano? Oh, fuck. Wir brauchen eine Mindestbewertung von 4, soweit ich weiß. Das ist eine Mindestbewertung von 4. Und irgendwie ist das gerade schneller als sonst. Spielbericht. Eigentümer von Departure Science. Wir haben einige unserer Testobjekte euren Spielen ausgesetzt und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht, was? Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ich habe da ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Ich dachte an eine Art Produktplatzierung. Eine Produktplatzierung! Werbung ist da, wenn ihr nicht fragen sollte. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000, um einige unserer rot lackierten, explodierenden Fässer in eure Spiele einzubringen. Ja, klar, wir kommen ins Geschäft. Ausgezeichnet. Gefällt mir, wie du die Sachen anpackst. Eines noch, nur kein Stress. Du musst die Fässer nicht gleich im nächsten Spiel einsetzen. Es wäre mir lieber, wenn du sie in einem Spiel unterbringst, zu dem sie gut passen. Also kann ich die jetzt sozusagen auswählen? Wahrscheinlich, ne? Oh! Mein Gott! Wieso wird Piano so gut verkauft? Oh mein Gott, Publisher-Verträge lohnt sich ja mega! Oh mein Gott! 100.000 Fans! Spiele mittlerer Größe kann ich selbst ver... Das konnte ich doch schon vorher. Verstehe ich irgendwie nicht.
Rhythmus und Casual ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz ist überhaupt nicht wichtig und Dialoge ist auch nicht wichtig. Sie sollten darauf achten, dass das ganze Team... Ja, ich weiß, sie waren alle ziemlich müde. Ich verstehe dieses Labor nicht. Leute, macht Punkte. Aber nicht so viele. Ich lasse das jetzt einfach mal bei 420.000. Das dürfte doch reichen, oder? Die scheinen ja noch durchgehend was zu machen. Goal. Typisches Halo-Poster. Eine Frau scheint noch da zu sein. Wie gesagt, wir brauchen hier 800 Punkte. Ja, Kyle, du bist jetzt mal weiterhin im Programmieren trainiert. Kurs. Und ich forsche jetzt einfach mal noch ein neues Thema. Geschichte, Evolution. Wir machen einfach einen Evolution Simulator. 4 Millionen verkaufte Einheiten. Spiele mit neuen Themen. Ich guck nochmal. Verbrechen und Casual. Irgendein Thema, irgendein Genre. Mindestbewertung von 7. Machen wir gleich. Erstmal müssen die beiden hier fertig werden. Piano wurde vom Markt genommen. Viel zu schnell. Hallo? Werd schnell fertig. Wieso gibt es hier keine Zeitbeschleunigungsfunktion? Und Leute, wir sind fast im Jahr 23. Die Landwirtschaftssimulatorreihe haben wir sowas von abgebrochen. Publisher-Vertrag. There it is. So. Evolution Simulator. Es richtet sich an alle Erwachsene schon eher, ne? Simulation. Oh. Alter. Die M-Box hat ordentlich am Marktanteil verloren. Die United Engine aber... Oh. Ich habe die Fässer nicht eingebracht, aber die hätten auch nicht gut gepasst. Die passen mehr zu einem Action-Spiel. Aber da kommt man es gerade tatsächlich machen. Ich hoffe wirklich, das mit den Publishern lohnt sich. Also jetzt auch in diesem Game. Und was zur Hölle kriegen wir mal wieder hier für Punkte? Einfach mal alles schön angleichen. Und unsere Hardware wird auch hier gut entwickelt. Steht zwar nur eine Person, aber trotzdem. Würde schon funktionieren. Grafik scheint wichtig zu sein. Ja, Joanne sollte nicht so viel machen. Ja, die ist ja hier am erschöpftesten. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Na, ihr wisst, was ich meine. Die ist gerade nicht so gut drauf, Leute. Alter, 42 Bugs. Jawohl, kein Bug. Kein Bug übrig geblieben. Und ein neuer Technologierekord. Levelaufstiege sind real. Fortschrittlich stereokopisches 3D. Was? Ist das jetzt hier? Tatsache. Alter, sowas von. Sofort beginnen. Erste Bewertungen. Bitte. Ich brauche eine Mindestbewertung von 7. Seid gefälligst netter. Oh nein. Nein. Bitte, seid netter. Nein. Jetzt ziehen wir die Publisher Geld ab. Electronic Mass Production. Das Spiel erfüllt nicht die Erwartungen. Wie im Vertrag geregelt, wird ein Vertragsstraf von ihrem Konto eingezogen. Fortschrittlich stereokopisches 3D. Das war aber irgendwie billiger als diese Sachen. Mann, die ist schnell. Die macht ja sekündlich einen Punkt. Ich weiß nur nicht, was genau die da machen soll, aber ist mir relativ egal. Und nochmal die G3-Ergebnisse und dann war es das auch schon mit dieser Folge. Ist zwar etwas kürzer geworden. Ach du Kacke. Oh, okay. Das Spiel kann sich scheinbar nicht ganz entscheiden, wie viele das sein sollen. Wenn wir es nicht mal bei sowas unter die Top
soll Sachen hier schaffen. Wie denn dann bitteschön sonst? Wir trainieren nochmal den guten Kyle in Technologie. Und ja, dann war es das auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, tschüss, Leute.